Es begann alles mit einer Wette. Extremsport als Ausgleich zu seiner Arbeit mit der legendären Kelly Family lehrten ihm mit absoluter Disziplin und viel Ehrgeiz, seine Ziele zu erreichen. Joey Kelly war kürzlich im Rahmen der Klöster- und Schlössertour des OE Direktvertriebs zu Gast und gewährte Einblicke in seine Ausdauermentalität und unternehmerischen Reisen. Großer Andrang herrschte bei der diesjährigen Klöster- und Schlössertour, veranstaltet vom Landesgremium des OE Direktvertriebs in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Viele Mitglieder nutzten die Chance, auch diesmal ein Schloss zu besichtigen, sich auszutauschen und mit Gleichgesinnten zu plaudern. Die Direktberater sind Teamplayer, die Direktberater sind Menschen, die gern auf andere zugehen. Das sind Menschen, die selber begeistern können, begeisterungsfähig sind und die vor allem gern unter andere Leute sind. Und das bestätigte sich auch wieder bei dieser Veranstaltung, die seit Wochen ausgebucht war. Hier im Schloss Traun trafen wir auf viele begeisterte Direktvertriebler, die in den verschiedensten Bereichen tätig sind und andere Menschen für ihre Produkte begeistern können. Das Landesgremium des OE Direktvertriebs tut viel für ihre Mitglieder. Angefangen von Wifi-Kursen, Workshops, interessanten Vorträgen bis hin zum Mittagstalk und einer großen Gala alle 5 Jahre. Bei der heurigen Klöster- und Schlössertour war der erfolgreiche Unternehmer und Ausdauersportler Joey Kelly als Referent eingeladen. Bekannt ist er von der legendären Kelly Family, die in den 90er Jahren große musikalische Erfolge feierte. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit der Kelly Family aufgewachsen bin, dass ich von ganz früh Abenteuer und dass wir als Familienunternehmen, mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, dass wir halt in Österreich, in ganz Europa auf der Straße gespielt haben. Und dann natürlich mit viel Glück den großen kommerziellen Durchbruch, spielten dann in Österreich unseren größten Konzert in Wien vor 250.000 Menschen. Das zu erleben ist schon, ja, unvergesslich. Seine Eltern haben ihm vieles fürs Leben mitgegeben, von dem er heute noch profitiert. Meine Eltern haben christliche Werte gegeben. Das heißt, das Thema Familie, das Thema mehr geben als nehmen, das Thema dankbar sein, das Thema zusammenhalten, das Thema Egoismus weniger, das Thema, ja, ins Berufsleben, wenn du was willst, dann musst du auch was dafür tun, teilen. Tolle Werte. Mit dem Vortrag No Limits, wie schaffe ich mein Ziel, referierte er eindrucksvoll seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler, den er mit viel Disziplin und Leidenschaft konsequent verfolgt. Die Botschaft ist ganz einfach. Für den Marathon brauche ich Ausdauer, ich brauche Ziel, Disziplin, Mut, Leidenschaft, ich brauche Team. Auch wenn man denkt, dass der Marathonläufer alleine ist, nein, du hast Rückendeckung von deiner Familie, dein Umfeld und du hast auch vielleicht einen Verein, einen Trainer und auch einen Therapeut und auch einen Arzt, der dich supportet. Und deswegen ist man Teamplayer und das kann man 1:1 übersetzen an jemanden, der beruflich verstärkt seinen Weg nachgeht. Das Motto ist einfach das ganze Lebensmarathon, jeder auf seine eigene Weise. Und der Vortrag von Joey Kelly kam bei den Besuchern sehr gut an. Ja, mir hat generell die ganze Art von Joey Kelly total gut gefallen. Er ist sehr authentisch und aber auch sehr humorvoll. Es war richtig spannend, der ganze Vortrag, und total kurzweilig. Ja. Und ich kenne das auch von mir, vom Sport her, dieses Dranbleiben, dass das einfach total wichtig ist. Ich laufe zwar keine Marathons, das nicht, aber diese stetigen Schritte, dieses immer wieder dranbleiben, ja, das finde halt ich einfach total wichtig und gerade in unserer Branche sowieso. Ja, ich bin schon 30 Jahre im Direktvertrieb tätig
Und trotz der vielen Jahre habe ich natürlich schon ganz viele Motivationstrainer und Veranstaltungen besucht, die die Wirtschaftskammer veranstaltet hat. Und man kann sich einfach immer wieder was mitnehmen. Und heute war ganz ein besonderer Tag. Also mir hat dieser Joey Kelly echt total berührt und mitgerissen durch seine natürliche Art, durch seinen Spaß. Und das, was er alles erreicht hat, ist einfach berührend. Ja, die Veranstaltungen vom Direktvertrieb Oberösterreich sind immer wirklich super. Also das Team, das hat sich da immer ganz tolle Sachen immer überlegt. Sie haben immer Spitzenleute, die einfach immer begeistern. Und das ist einfach immer ein wunderbarer Abend. Und zahlt sich immer aus, dass man kommt. Und so war es auch an diesem Abend. Viele begeisterte Besucher, die Selfies und CDs mit nach Hause nahmen. Und passend zum Thema Direktvertrieb scheint diese Aussage kontrovers. Ich verkaufe nie was. Ich habe noch nie was verkauft und ich mache auch keine Werbung. Sondern halt, man muss einfach was geben. Dann bekommt man mehr zurück.